Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Plan für die heutige Folge, auf jeden Fall mal dieses neuartige oder beziehungsweise das Monument in Auftrag geben oder zumindest schon mal die Baustelle eröffnen, welches wir aus 1404 durch die Mod dazu bekommen haben, und zwar dieses Ding hier. Und ich habe mir überlegt, also ich glaube tatsächlich der beste Standort, das wäre schon hier in dem Bereich. Das werden wir uns gleich ansehen. Also platzmäßig wird die hier wohl reinpassen, wenn wir sie mal drehen. Einmal so. Müssen wir halt ein bisschen umbauen. Minimal. Ich glaube, die Bushaltestelle hier ist sowieso überflüssig, oder? Da leuchtet ja nichts auf. Also die hat eigentlich gar nichts in ihrem Radius, wenn ich das richtig sehe. Wibble Sock Row heißt die übrigens, also nach dem Willy benannt. Okay. Also das können wir einfach guten Gewissens wegreißen. Was haben wir hier noch? Das ist ein Lagerhaus. Brauchen wir das hier zwingend? Ja, zur Not parken wir es um. So, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar, ich erzähle euch das ganz kurz, also ziemlich peinlich, wahrscheinlich ist es eh schon irgendjemandem aufgefallen. Es ging ja darum, diesen Iron Bright, so, wir lesen kurz Zeitung, diesen Iron Bright. Worum geht's denn hier? Narassia? Ach, ist das die Pirateninsel, kann das sein? Wahrscheinlich schon, oder? Bilderbuch, Gesundheit, Hochräder ausgelaufen. Okay, egal. Werden wir uns nicht länger mit aufhalten. Aber ich habe ja, genau, ich wollte ja diesen Iron Bright erforschen und habe dann aber bemerkt, wo sieht man das denn nochmal? Genau, ich wollte nochmal ein paar Spenden hier abgeben. Und wo ist er? Hier. Ich habe schon zwei von dem. Jetzt ist die Frage, wie finde ich denn raus, wo sich der befindet? Also habe ich den schon irgendwo eingesetzt? Steht hier irgendwo dabei, wo der ist? Shift-Links-Klick, um es direkt zu spenden. Nee, 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 das wollen wir ja nicht. Wir wollen den auf gar keinen Fall spenden. Aber hier steht auch nicht dabei, wo sich der befindet, oder? Okay, müssen wir irgendwie rausfinden. Ausgerüstet? Ah, ach, schau an. Okay, wir haben also zwei auf Lager, wie mir scheint. Und einer ist aber schon irgendwo ausgerüstet. Gut, was beeinflusst der denn überhaupt? Also mir geht es ja sowieso nur um die Zusatzwaren, also die schweren Geschütze vor allen Dingen, weil der das halt nebenher noch irgendwie mitproduziert. Hochradwerkhalle, Nähmaschinenfabrik. Okay, da haben wir sowieso immer wieder einen Engpass. Und Dampfwagenfabrik, okay. Schauen wir mal. Können wir rausfinden, wo sich der befindet? Ich hoffe. Schauen wir mal, wir brauchen irgendeine Handelskammer. War hier nicht noch? Da ist doch, genau, da können wir gerade mal reinschauen. Da, da ist er. Also das heißt, der sitzt sowieso auf unserer Insel hier. Ah, okay. Das bedeutet, wenn wir den jetzt zum Einsatz bringen wollen, müssen wir schauen, wo befinden sich die Hochradwerkhallen? Die Nähmaschinenfabriken. Schauen wir doch mal, wo wir die eigentlich aufgestellt haben. Wo sind die bei den Handwerkern? Wir haben auf der Insel 12 Stück. Die sind irgendwo da unten, glaube ich. Hier sind schon ein paar. Okay, was haben wir da für eine Handelskammer? Ah, okay, das sind aber auch tolle Items hier, ne? Aber beeinflusst halt generell alle Gebäude hier. Plus 25, plus 15. Also ich denke, auf den könnten wir verzichten. Weil ich will den ja nicht leer laufen lassen. Jetzt ist die Frage. Was ich nicht so ganz verstehe, wenn wir den jetzt hier reinkloppen und der beeinflusst dann aber nur drei Nähmaschinenfabriken. Wie viel schwere Geschütze wirft der dann aus? Also wirft er mehr schwere Geschütze auf, wenn er auch mehr Gebäude beeinflusst? Theoretisch schon, oder? Aber okay, ich meine, einen von den Dingern hier können wir mal rausschmeißen, glaube ich, und den ersetzen wir mal durch einen von denen hier. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Und wir könnten ja theoretisch sogar noch eine weitere Nähmaschinenfabrik hier hinstellen, sofern wir genügend Eisen haben. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt hier gerade der Engpass ist. Wo haben wir das Eisen? Ja. Das dürfte gerne noch ein bisschen mehr sein. Dass das mal zumindest langfristig oder stabil über 300 bleibt. Ich glaube, das geht doch immer wieder rapide nach unten. Und ich sehe gerade, das Eisen kriege ich auch nicht mehr so richtig abtransportiert. Schauen wir mal ganz kurz. Jetzt nicht, dass ich den Faden verliere. Das ist immer eine große Gefahr. Aber okay, wir haben hier mittlerweile wirklich mehr als genug Eisen. Ich hoffe, dass das auch zuverlässig hier komplett abtransportiert wird. Aber hier hat die Produktion ja ordentlich zugenommen. Da ist jetzt eher schon wieder die Kohle der Engpass. Wie viel Kohle haben wir hier noch lagern? Ja, auch nichts. Also ich müsste tatsächlich nochmal Kohle produzieren. Minen haben wir hier schon alle angeschlossen, ne? Garantiert. Habe ich wahrscheinlich auch alle schon mal durchgeschaut. Könnte man natürlich noch irgendwie ein bisschen boostern mit entsprechenden Items. Was wir hier aber sowieso schon getan haben.
Verdammt, falsch. Sollen wir da noch mehr Booster vielleicht einbauen? Ist gerade die Frage, wie machen wir das denn? Also, dass wir noch ein bisschen mehr Eisen produzieren. Mehr Kohle, mehr Kühlereien vielleicht. Habe ich hier überhaupt schon das alles ordentlich mit Items versorgt? Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Aber da würde natürlich jetzt auch noch deutlich mehr gehen. Alle Eisenhütten und Schmieden. Da müssten wir mal schauen, ob wir da noch passende Items finden. Haben wir da irgendwas eingelagert? Ja, ich weiß übrigens auch diesen Asset Viewer. Muss ich auch dringend mal mir anschauen. Kam auch in den Kommentaren. Kühlerei. Haben wir hier noch ein bisschen was? 8, das beeinflusst auch Kühlereien. Alle Produktionsgebäude. Okay, Moment mal. Der ist ja jetzt in der Zwischenzeit angekommen. Dann laden wir hier einmal um. Da schmeißen wir hier mal alles raus. Ja, 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 ja. Ist gut, ist gut. Ich sehe schon wieder, komm, ich verliere total den Faden. Ah, Moment, Moment. Die parken wir nur mal ganz kurz ein und dann schnappen wir uns hier mal ein Luftschiff. So, dann wird hier einmal umgeladen. Items. Habe ich jetzt keine Suchfunktion mehr hier? Kann das sein? Ach komm. Hier gibt es keine Suchfunktion. Ach, verdammt. Okay, Handelskammer-Items. Da müssen wir jetzt hier das so irgendwie durchschauen. Und zwar... Der hier kommt einmal mit. Holzfällerhütten, Köhlerei. Kommt auch mit. Wir haben ja mehrere Köhlereien da drüben stehen. Okay, einen können wir noch einpacken. Schreinereien, Wanser, Holzfällerhütte. Steht jetzt nicht explizit die Köhlerei dabei. Großküche, Dampfwagenfabrik. Okay, schauen wir schnell nach. Ich glaube, so geht es ein bisschen schneller, wenn wir hier einfach reinschauen. Items, dann haben wir hier die Suchfunktion, Köhlerei. Da haben wir es ja schon. Der würde noch funktionieren. Plus 15 Arbeitskräfte. Elektrizität. Nutzen Kühlereien Elektrizität? Falls ja, wäre das natürlich großartig. Dann machen wir das. Den Dynamo packen wir noch ein. Im Schwebezustand. Dynamo. So, den schicken wir hier rüber. Und dann werden wir hier drüben direkt vor Ort einfach die ganze Kühlereigeschichte noch ein bisschen boosten. Macht ja, glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Und wahrscheinlich kriegen wir auch noch ein paar weitere Handelskammer hier. Hier unter. Hier zum Beispiel würde sich auch nochmal eine anbieten, dass wir die Mine hier auch noch mitnehmen. Ja. Ja. Kriegen wir auch noch 3 weitere Köhlereien eingefangen. Einfach um das wirklich, um hier das Maximum rauszuholen. Ja, dann machen wir das mal so. Wir haben doch hier garantiert noch ein weiteres Luftschiff. Der soll ein paar Bretter einpacken. Das brauchen wir, um noch eine weitere Handelskammer zu bauen. So, den einmal eingepackt. So, Items. Dann brauchen wir noch irgendeinen für die Minen. Da hatten wir auf jeden Fall noch was. Am liebsten natürlich so einen hier, aber... Man erkennt die auch eigentlich ganz gut, ne? Schreinerei... Sorry, kann noch einen kleinen Moment dauern hier. Ja gut, dann nehmen wir den auch noch mit. Der wäre für die Köhlerei noch... Sollte funktionieren. Der würde auch funktionieren für die Köhlerei. Wir haben doch garantiert noch irgendwas für die Minen, oder? Das kann nicht wahr sein. Oder habe ich die jetzt... Habe ich die vielleicht gespendet aus Versehen? Ich hätte schwören können, da wäre noch was übrig für die Minen. Sonst muss ich das... vielleicht doch noch aussetzen bis zum nächsten Mal. Betonwerk, tralala. Na, ich will jetzt hier auch nicht zu viel Zeit damit verplempern. Dann lassen wir das erstmal, glaube ich. Ja, hilft nichts. Na gut. Auch nicht so wichtig. Den schicken wir auch los. So, was wollten wir eigentlich? Genau. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Und zwar, wo sind die restlichen Nähmaschinenfabriken? Hier oben. Ja, ein bisschen weit verteilt alle, ne? Ungefähr in dem Radius. Und wo sind hier die Handelskammern? Hier hätten wir eine. Was ist da so drin? Ist vielleicht, da ist der eh schon. Na nee, Gerhard Fuchs. Gerhard Fuchs, wen haben wir hier sonst noch so? Für die Brillenfabrik vor allen Dingen, ne? Für die Brillenfabrik. Ja, das macht wahrscheinlich schon Sinn. Und hier? Da haben wir den eh schon einmal drin. Ah, ich würde den gerne noch ein weiteres Mal unterkriegen irgendwo.
Nähmaschinenfabriken. Okay, Hochrad und Dampfwagen. Schauen wir mal, wo sich die Produktionsgebäude befinden. Welche sind das denn nochmal? Ah, hier Hochrad einmal. Okay, die sind auch alle hier in dem Radius. Also da können wir sowieso nicht mehr ansetzen. Oder haben wir noch mehr irgendwo verteilt? Wahrscheinlich nicht. Oh, Entschuldigung. Nee, eher nicht. Und das andere war noch, das waren die Dampfwagen. Wo sind die denn nochmal? Das ist doch bei den Investoren. Dampfwagenfabrik. Ja, die sind halt auch schon hier. Die sind auch schon hier. Aber hier drüben stünde auch noch eine. Ah, okay. Man könnte tatsächlich so weit gehen, dass man hier nochmal eine aufstellt. Ich meine, wir haben es ja, ne? Ja. Na schön. Ja, dann machen wir das. Mal schauen, wie viel das bringt, wenn wir ihn jetzt hier noch reinkloppen. Der beeinflusst halt tatsächlich, glaube ich, nur ein Gebäude dann, oder? Sind Sie neugierig? Schauen wir mal, wie viel das noch zusätzlich bringt. Was hätten wir hier sonst noch so im Angebot? Goldschmiede. Haben wir irgendwas, was... Hier kann man zum Glück auch suchen, was die Goldschmiede beeinflusst. Da haben wir auch noch was. Gibt auch noch Goldbarren zusätzlich. Oder ja, tatsächlich nur das. Plus Attraktivität. Liefert Elektrizität, haben wir hier aber schon, oder? Ja. Bringt also auch nicht so wahnsinnig viel. Was haben wir hier sonst noch so? Glühfadenfabrik. Glühfadenfabrik. Kutschenwerkhalle. Kutschenwerkhalle, Glühfadenfabrik. Glühfadenfabrik. Na? Ja, dann nehmen wir vielleicht eher noch ihn hier. Den Personateur. Dann geht die Arbeitskraft wieder ein bisschen runter. Beziehungsweise hoch. Na gut, dann machen wir das halt. Und was war das andere noch? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das gibt's echt nicht. Muss man erstmal hinkriegen. Ja, hier, ne? Kutschenwerkhalle. Kutschenwerkhalle. Und optional eher noch die Goldschmiede, würde ich, glaube ich, das wäre... Ja, doch, Goldschmiede ist gut, damit wir hier noch zusätzliche Goldbarren bekommen, weil das ist ja auch so ein kleiner Engpass. Dann machen wir lieber das noch. Goldschmiede. In der Hoffnung, dass wir dann einfach ein paar mehr Goldbarren bekommen. Na gut. Okay. Aber da haben wir ihn zumindest schon mal untergebracht. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Wenn der nur eine Fabrik beeinflusst, dann weiß ich halt nicht, wie viel der zusätzlich liefert. Aber zumindest habe ich jetzt nochmal einen weiteren untergebracht. So, Moment, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ganz kurz hier nochmal hin. Und den Kram abladen. Die Items hier reinfeuern und schauen, dass wir möglichst nochmal ein paar von den Köhlereien geboostet bekommen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir ein Item... Ja, wahrscheinlich müssen wir es tatsächlich entwickeln. Was mir hier noch die Minen beeinflusst. So. Wo wäre ein guter Standort? Hier auf jeden Fall. Boah, naja, vielleicht... Wenn wir den Weg hier noch ein bisschen umbauen, dann kriegen wir vielleicht sogar noch eine weitere Köhlerei damit eingefangen. Schauen wir mal. Ah, gerade so nicht, ne? Nee, funktioniert nicht. Ja, stellen wir ihn halt hier hin. Passt auch. Ziehen den Weg hier wieder hoch. So, schauen wir mal. Ja, den bauen wir auf jeden Fall mal ein. Eisenhütten schmieden. Alle Produktionsgebäude. Produktivität plus 15. Okay, aber der geht zumindest auch ein bisschen auf die Mine. Ja, schon gar nicht so schlecht hier, die Hebebühne. Dann, was hätten wir sonst noch im Angebot? Was können wir hier noch tun? Handelskammermäßig, die sind ja alle noch ziemlich leer. Okay, die haben wir schon drin. Dann der hilft aber auch noch. Ja, sehr gut. Kriegen wir noch einen dritten unter? Ah, genau, die Elektrizität. Die haben wir hier auch noch nicht, ne? Nee. Aber schauen wir, dass wir es vielleicht ein bisschen regelmäßiger verteilen, weil hier ist ja auch nochmal eine. Da haben wir den schon. Den haben wir. Und dann haben wir hier noch die Elektrizität mit rein. Ich glaube, da kriegen wir ein paar mehr eingefangen. Ah, wobei, das sind ja nicht nur... Ah, Moment, das sind ja hier auch Jagdhütten dabei. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Köhlereien. Sind auf jeden Fall mehr als da oben. Dann haben wir die Elektrizität hier noch mit rein. Mhm. Dann kriegen wir den letzten Sockel auch noch gestopft. Holzfüllerhütten, Köhlereien. Ah ja, gut. Köhlereien, 1... Ja, das sind tatsächlich nur... Naja, immerhin 3... Besser als nichts. Oder haben wir hier unten nicht auch noch irgendwo eine stehen? Ah gut, könnte man natürlich auch noch machen.
Da haben wir auch noch einige Köhlereien. Könnte man auch noch tun, aber wir machen jetzt erstmal diese Handelskammer hier noch voll. Zack, den hier noch rein. Das dürfte dann schon so ein gewisser Boost gewesen sein, denke ich mal. So, hier müssten wir auch mal nacharbeiten. Da brauchen wir Stahlträger und Ziegel. Aber okay. Ah, die fahren jetzt ihre Produktivität schon noch ein gutes Stückchen hoch. Ja. Genauso wie hier drüben. Da dürfte jetzt dann doch ein bisschen mehr über die Bühne gehen. Ach, das ist die Zementmine. Ach, scheiße. Ich dachte, ich hätte hier... Ach, ah, verdammt. Das ist ja gar nicht das Steinkohlevorkommen. Ja, gut, okay. Da würde ich dann tatsächlich nochmal eine weitere Handelskammer hinstellen. Das können wir schon mal machen. Und dann müssen wir einfach noch zusehen, dass wir die passenden Items kriegen. Ja, dann kriegen wir hier auch nochmal 3 Köhlereien eingefangen. Plus die Kohlemine. Okay, dann bauen wir aber ganz kurz um, weil den brauchen wir hier nicht zwingend. Kloppen wir den lieber hier noch rein. Und sehen zu, dass wir... Moment mal. Eine Sache gerade noch. Ich weiß, ich schweife ab und komme vom Hundertsten ins Tausendste, aber hier würde ich ganz gerne nochmal kurz reinschauen. Spende an die Wissenschaft. Minen, Bergbau. Alle Minen und Steinbrüche. Also da haben wir schon noch irgendwas. Die Frage ist halt, wo lagert dieses Zeug? Wie kann ich das rausfinden? Wie kann ich das rausfinden, wo sich die alle befinden? Ausgerüstet? Okay, auf Lager hätten wir auf jeden Fall noch ein paar, ne? Ja, die sind halt irgendwo. Wie kann ich das mal rausfinden? Wenn mir das noch mal jemand sagen kann. Ich dachte eigentlich, dass wenn man hier... Ich weiß nicht mehr. Irgendwo habe ich schon mal hinbekommen. Hier so in diesem Hauptmenü glaube ich auch nicht, oder? Wenn wir hier noch mal reinschauen. Suchen mal nach Minen. Alle Minen und Steinbrüche. Nichts. Bergbau. Nee, geht auch nicht. Bringt nichts. Minen. Alle Bergminen. Also irgendwo lagern noch welche. Aber wir können natürlich in der Richtung auch einfach selber noch ein bisschen was produzieren. Okay, aber ich glaube, ja, so kann man es erstmal stehen lassen. Also Kohleproduktion ein bisschen hochgefahren. Wie schaut jetzt hier... der Zustand des Eisens aus. Ja, das dauert einfach ein bisschen. Wir müssen halt die Kohleproduktion hier drüben erstmal, müssen wir einfach ein bisschen warten, bis das etwas hochgefahren ist, damit hier wieder mehr, damit sich hier die Eisensituation ein bisschen stabilisiert. Und ich fürchte aber tatsächlich, wir kriegen das auch gar nicht so richtig abtransportiert, oder? Muss man da vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Ah, hier ist natürlich jetzt das Eisen auch voll. Wir kriegen das gar nicht mehr weggeschmolzen sozusagen. Da muss ich irgendwie mit dem Produktions- bzw. mit dem Transport ein bisschen was verändern. Ah, nehmen wir den mal raus. Machen wir es mal so. Ich glaube halt, dass der sein Zeug hier gar nicht mehr abgeladen bekommt, oder? Ich würde es auch ungern über Bord kippen. Was wir gerade ganz kurz machen können. Dass wir hier schnell noch ein paar Hafenlagerhäuser hinstellen, wenn wir uns welche leisten können. Okay, die brauchen nur Bretter, das ist aber auch nur 5 Tonnen. Haben wir eins, was vielleicht nur Bretter kostet? Plus 25, plus 5. Ja, wir haben nicht mehr genügend Ziegel. Na gut, eins können wir zumindest bauen. Höhe stabil. Können wir hier zumindest noch ein bisschen was ausladen. Ja, den Rest kippen wir einfach über Bord, oder? Komm, scheiß drauf. Na, er will nicht. Oder lädt er das jetzt ab? Weil die so schnell ihr Zeug verbrauchen, ich glaube schon, oder? Ah, komm, kriegen wir schon noch leer hier. Oh Mann. So, komm, raus damit hier, die letzten 4 Einheiten. Und weg. So. Okay. Machen wir schnell manuell. Na gut, was wollten wir eigentlich? Hier müssen wir jetzt sowieso einfach warten. Und ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt doch einiges hier geboostet haben an Kohleproduktion, das wird dann schon ein bisschen was bringen. Und dann kriegen wir das Eisen hier auch wieder besser weggeschmolzen, vermute ich mal. Und dann wird sich die Situation da auch verbessern. So, aber was wir eigentlich machen wollten. Investoren. Und hier dieses Monument mal beginnen. Wo habe ich gesagt? Oder hätte man nicht doch noch... Nee, das ist schon ganz gut hier. Das passt schon. Bauen wir hier ein bisschen um. Und pflanzen das Ding hier mitten rein. Müssen wir hier erstmal ein bisschen was wegreißen. Die ganzen Straßen müssen weg. Wahrscheinlich muss auch das Warenhaus dran glauben. Schauen wir mal. Bushaltestelle.
weg, 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 weg. Grüne Wiese, Blumenbeete, alles weg, alles weg, alles weg. Das muss noch weg. Das, das, das. Das, das, das. Das, das. Das kommt auch weg. Rasenmähen so. Könnte schon genügen. Zack, 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 zack. Ah, hier ist noch. So, schauen wir mal. Reicht das vom Platz her? Ja, easy. Okay. Ja, mach mal. So. Schauen wir mal. Ziehen wir uns hier noch schnell ein paar Straßen rein. Ah, wird nicht ganz funktionieren. Aber zumindest können wir hier eine Verbindung herstellen. Den Rest werden wir dann auch einfach wieder mit dekorativen Elementen hier auskleiden. Und nur damit es schon mal ein bisschen netter aussieht. Na, hier in dem Bereich. Wir pflastern einfach hier mal kurz zu. Okay. So, dann haben sie einen Anschluss ans Lagerhaus. Schauen wir hier mal rein. Was brauchen die so? Ja, okay. Arbeiterarbeitskraft. Und ansonsten nur Bretter und Ziegel. Phase beginnen. Der Kaiserdom ist das. Ah ja, okay. Ja. Ich erinnere mich. Ganz nebulös kann ich mich erinnern, dass es den mal irgendwann gab. In 1404. Der entspricht halt wahrscheinlich ungefähr der Weltausstellung. Sind hoffentlich gerechtfertigt. Ja, dann schauen wir mal. Er ist mir halt fast tendenziell ein bisschen zu nah am Palast, dass man den, wenn er fertig ist, vielleicht verschieben wir den noch ein bisschen irgendwie, aber das passt schon. Die sollen sich erstmal ihre Waren abholen. Bretter und Ziegel haben wir ja wirklich mehr als genug. Ja, das dürfte schon passen. Wie lange dauert das? Ja, dauert dann natürlich auch wieder eine ganze Weile. Jeweils eine halbe Stunde, ne, für jede Bauphase. Aber ich denke mal, also wir brauchen ja keine Vorbedingungen hier in dem Sinne. Ne? Wir müssen nicht nochmal 75 weitere Hochhäuser bauen oder so ein Scheiß. Also das läuft halt jetzt einfach durch und dann irgendwann in 1,5 Stunden Echtzeit ist das Ding fertig. Ja, passt schon. Geht schon klar. Na schön. Naja, haben wir ein bisschen was geschafft. Schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz in die ins Forschungsinstitut, wenn ich es denn finde. Hier oben auf dem Berg. Okay, das nächste, was fertig ist, ist hier der quasi der Lehmverschub. Und danach geht nochmal wieder so ein Ding hier in Auftrag. Sehr gut. Wir haben auch schon wieder Punkte. Ballern wir schnell ein bisschen was durch. Das hilft ja alles nichts. Damit wir, wobei wir... Na, nee, doch, stimmt schon. Passt schon. Bin, alles gut. Talententwicklung, da wollte ich hin. Lassen Sie uns die Experten. Die besten anheuern. Ich meine, diesen Iron Bright brauchen wir jetzt nicht mehr zwingend, aber da sind ja sicherlich auch noch ein paar andere sinnvolle Dinge dabei. Und nachdem wir die ganzen Items eh schon haben, fehlen ja nur noch hier die ganzen anderen Experten für die Industrieangelegenheiten. So, mehr geht eh schon nicht mehr. Kann man sonst noch irgendwas Sinnvolles tun hier drin? Ich glaube nicht. Können wir den, ich habe noch gar nicht geschaut, können wir den jetzt vielleicht nicht eh schon bauen? Boah, da ist ja jetzt einiges dazugekommen hier im legendären Bereich. Ach, krass. Krass, krass, krass. Ersatzarbeitskräfte, dann braucht er nur noch Journalero-Arbeitskraft. Ja, ist nicht so schlecht. Da, für die Köhlerei. Oh. Der ist gut. Können wir uns den vielleicht, können wir den schon in Auftrag geben? Braucht halt auch, also alles, was man in Auftrag gibt, braucht einfach 1,5 Stunden. Aber den geben wir mal in Auftrag. Ach, können wir uns besuchen, der kostet 20.000. Okay, dauert noch ein bisschen. Aber der wäre schon gut. Aber man kann ja schon der Warteschlange hinzufügen. Okay, super. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas besonders Tolles? Wohnhäuser der alten und neuen Welt, Krankheitsgefahr, Ausstandsgefahr, zusätzliche Einwohner. Ja, schlecht ist es nicht wegen den zusätzlichen Einwohnern, aber brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Boah, der ist aber schon, schaut euch die zusätzlichen Waren an. Aber ich glaube, den haben wir schon einlagern. Glaube ich zumindest. Aber der ist ja krass. Glühbirnenfabrik, Phonographenfabrik, Elektrizität plus nochmal 50% Produktivität. Und die Zusatzwaren, Taschenuhren, Brillen, Hochräder, Dampfwagen und Nähmaschinen. Der ist krass. Der ist ja richtig krass. Professor Leiter des Stroms. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir den schon irgendwo haben. Aber vielleicht haben wir den sogar schon im Einsatz und ich weiß es noch nicht. Der wäre natürlich auch super. Hier von Malching. Auch Zusatzwaren, aber Produktivität plus 70. Würde ich fast mal in Auftrag geben.
Krass, krass, krass. Ah, da sind schon nette Sachen dabei. Ja. Muss ich noch mehr von den Dingern, glaube ich, zum Einsatz bringen. So viel wie geht. Okay, was wollte ich jetzt gerade noch schauen? Jetzt ist mir schon wieder entfallen. Genau, diesen Professor. Ob wir den nicht vielleicht schon irgendwo haben? Professor irgendwas. Leiter des Stroms. Items. Handelskammer. Suche. Leiter des Stroms. Nicht eingelagert. Ah, natürlich. Ich kann zumindest, weil mir gerade echt also keine bessere Lösung einfällt, aber über die Spende kann ich ja zumindest schauen, ob ich den nicht schon irgendwo habe. Wenn wir hier mal suchen. Leiter des Stroms, da ist er schon, oder? Nee, doch nicht. Nein, den haben wir tatsächlich nicht. Ah. Sollen wir den vielleicht, dann geben wir den in Auftrag, weil der ist ja zu, also der ist ja Wahnsinn. Mit den Zusatzdingern, die der einfach liefert, ist der halt schon echt extrem gut. Leiter des Stroms. Einmal in die Warteschlange. Ja. Ah, der ist ja brillant. So. Ja, okay, es wäre natürlich eine sinnvolle Reihenfolge gewesen, wenn ich erstmal hier ein weiteres von den Dingern hier baue, bevor ich den Lehm verschub. Naja, aber egal, jetzt ist er schon fast fertig. Lassen wir jetzt einfach mal so weiterlaufen. Okay, kann man sonst noch irgendwas Sinnvolles tun? Aktuell. Unsere Zufriedenheit liegt. Das passt soweit alles, zumindest Bedürfnisse. Ja, bei der Zufriedenheit, da müssen wir halt mal wieder irgendwie an den Stellschrauben drehen, aber hat jetzt auch nicht die mega Priorität. Machen wir nochmal einen kleinen Spaziergang abschließend, würde ich sagen. Den Senat haben wir uns noch nicht aus der Nähe angeschaut. Bei der Baustelle können wir kurz vorbeischauen. Vertreten wir uns nochmal ganz kurz ein bisschen die Beine. Das ist auch alles nicht so wirklich zufriedenstellend hier. Irgendwie ganz nett. Ist halt eher so stadtrandmäßig, spießige Wohnsiedlungen hier. Aber da könnte man auch noch ein bisschen mehr draus machen. Sieh an, alles voller Tauben hier. Schauen wir uns mal den Senat an. Aus der Nähe. Wobei diese etwas größeren Grundstücke hier so eingezäunt, die gefallen mir nach wie vor ganz gut. Bisschen gehobener hier alles, schöne Gärten dabei. Brunnen, ein Wirtshaus direkt in der Nachbarschaft. Das ist schon nicht so schlecht. Generell einfach Zäune um die Grundstücke rumbauen. Na, schon ganz cool. Da der Palast, hier die Baustelle. Kann man die betreten? Er sieht aber jetzt nicht so produktiv aus hier. Müssen wir vielleicht gleich nochmal nachsehen, ob die hier wirklich am Arbeiten sind. Ich sehe ja keinen einzigen Bauarbeiter. Aber liegt vielleicht daran, dass es halt ein Monument aus dem alten Anno-Teil ist. Vielleicht waren die damals noch gar nicht so richtig animiert. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Kann mich nicht erinnern. Ja, zumindest tut sie hier nichts. Sehr zu meinem Missfallen. So, das sind hier auch die alten Gebäude, ne? Und hier drüben müsste der Senat stehen. Mhm. Ja, schon ganz nett. Schon ganz nett. Aber man merkt natürlich schon, dadurch, dass die aus 1404 entstammen, das ist natürlich alles ein bisschen in die Jahre gekommen hier, die ganze Geschichte, ne? Gut, aber es ist ja, wir sind jetzt Anno 1800, ne? Da 400 Jahre liegen da dazwischen. 400 Jahre 3D-Modellqualität und Texturen. Da tut sich natürlich, hat sich einiges getan in der Spieleindustrie zwischen 1404 und 1800, ganz klar. Aber trotzdem, schon ganz cool. Lockert die Sache ein bisschen auf, öfter mal was Neues. Das passt schon. Ja, ja. Der Hinterhof vom Palast ist halt auch, müsste ich auch dringend mal umbauen. Sieht eigentlich auch alles aus wie, entschuldigt die Ausdrucksweise, Arsch und Friedrich. Ist nicht wirklich gut. Können wir auf der anderen Seite schauen. Kommen hier irgendwie durch. Hier. Wir sorgen nochmal für Angst und Schrecken. Wird nicht langweilig, Leute. Wird echt nicht langweilig, wenn die dann alle davonlaufen in Panik. Bin ich großer Freund von. Ja, stimmt, hier haben wir diesen überdachten Kanal mal noch irgendwann hingestellt.
Ja, aber irgendwie, also, naja, nett ist er schon. Aber wird es nicht doch besser aussehen, wenn das offen ist? Bin mir nicht so ganz sicher. Ansonsten, der ganze Bereich hat ja schon mal so ein kleines Facelift bekommen. Das ist schon okay. Auch dieser große Exerzierplatz hier vorne. Man könnte vielleicht noch mehr von diesen Mosaikdingern hier verbauen. Ich glaube, das machen wir noch schnell. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall... Ja, stimmt, da hatte ich ja, da hatte ich, glaube ich, diese ganzen City Ornaments noch gar nicht alle am Start. Kann das sein? Ich bin mir ganz sicher. Aber wir müssen hier ganz kurz dran. Nein, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Naja, wir machen es trotzdem. Hier einmal durch. Und einfach diesen ganzen Bereich. Ich glaube, das ballere ich tatsächlich alles mit diesen Ornamentplatten voll. Bis hier rüber. Dann hier hoch. Die einfach schön prächtig aussehen. Brauchen wir die Straße hier zwingend, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich nicht. Das kommt... Was? Das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Okay, pass auf, das machen wir noch ganz schnell abschließend hier. Und zwar brauche ich einmal das hier, um das hier zu vervollständigen. Dann gehen wir hier rein. Darüber und dann brauchen wir die City-Ornamente und zwar den ganzen Kram hier. Dass wir das einfach ein bisschen netter gestalten hier. Den finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Jo, jo, jo. Und hier irgendwie. Wie machen wir es denn? Gerade kurz überlegen. Kriegen wir hier so ein Karo-Muster vielleicht sogar hin? Weiß halt nicht, ob das gut aussieht. Aber wir versuchen es mal, oder? Also, so ein Rautenmuster halt. Okay, bisschen mühsam. Na, das machen wir mal kurz. Mal schauen. Vielleicht sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ah, scheiße, verklickt. So, einer muss wieder weg. Den Rest füllen wir auf. Und zwar womit? Ja, irgendwas, was halt so ein bisschen kontrastreicher ist. Vielleicht ihn hier. Oder ihn hier vielleicht. Ah, eher ihn hier, glaube ich. Oder? Oh, die Qual der Wahl. Bei sowas tue ich mich immer schwer. Ja, wir nehmen ihn hier. Komm, passt schon. Ja. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Doch, ganz nett. Ein paar Sitzgelegenheiten wären vielleicht noch ganz nett, oder? So am Rand. Ach, das sind schon schöne Texturen einfach, ne? Muss man sagen. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Mein Gesamtüberblick. Ja. Ja, schon okay. Also für einen Palast nicht ganz unwürdig. Und da drüben müsste ich das eigentlich auch noch genauso machen. Aber ich denke, das genügt für heute. Kleinere optische Korrekturen. Baustelle auf den Weg gebracht. Jetzt schauen wir nochmal. Aber die sind schon am Arbeiten hier, ne? Ja, ja. Das läuft schon. Man sieht es halt nur nicht, ne? Das ist der einzige Unterschied. Während man ja bei den Anno 1800 Baustellen, da ist ja schon immer einiges geboten. So mit Kränen und Bauarbeitern. Aber gut. Das passt schon. Lassen wir erstmal so stehen für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.